Ja, hallo Leute, da sind wir wieder. Also da bin ich diesmal alleine, ohne Olli. Der ist nämlich unten und schmollt oder was weiß ich. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Ja, ihr habt richtig geraten. Wir haben uns gestritten. Ja, und ich habe das Gefühl, das steht bei uns jetzt jeden Tag auf der Tagesordnung. Seit er sich nämlich diesen Floh ins Ohr gesetzt hat, der Mega-Party-Veranstalter zu werden, da denkt er nichts anderes mehr. Es dreht sich alles darum. Und ich bin komplett abgeschrieben. Ich meine, ich freue mich ja für ihn, dass er Erfolg hat. Ist ja logisch, aber was ist mit mir? Ich meine, ich stehe auf seiner Prioritätenliste an letzter Stelle. Und dieser Rob an erster. Rob, 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 Rob. Ich kann den Namen nicht mehr hören. Ich meine, wie der sich schon gibt. Call me Rob. Geht's noch? Olli, der ist total stur, der hört mir überhaupt nicht zu. Dabei, Mann, ich traue diesem Typen einfach nicht. Ich hatte diese Woche eine ziemlich wichtige Dressurprüfung und Olli hat mir versprochen, dass er da auftaucht und mir die Daumen drückt. Und was war? Ja, okay, er ist aufgetaucht, ja. Aber erstmal zu spät, verkatert und mit diesem Kotzbrocken im Anhang. Und danach ist er noch im Heu eingeschlafen. Ach ja, genau. Und dann hatte er noch so eine super Idee, auf dem Gestüt der Lahnsteins eine Party zu machen. Ich meine, was geht bei ihm im Moment ab? Er kann überhaupt nicht mehr abschalten. Er ist total, ich weiß nicht, so ich-bezogen. Was bei mir ist, ist ihm völlig egal. Hauptsache, er steht vor diesem Rob gut da. Leute, tut mir leid, dass ich diesen ganzen Gefühlsmüll jetzt bei euch ablade, aber ich habe im Moment keinen anderen zum Reden. Was meint ihr denn? Übertreibe ich oder habe ich recht? Ja. Gut, also dann war's das, würde ich sagen. Wir sehen uns dann nächste Woche, hoffentlich mit besserer Laune und wahrscheinlich auch wieder mit Olli. Also, tschüss mit Ü, tschö mit Ö und ciao mit...